Nachfolge von vorne. Okay, Mikrofon an. Ich bin nicht mehr gemutet. Haben wir Ton? Hallo lieber Anna 2 Chat. Hört ihr mich? Falls ihr mich hört, dann schreibt bitte einmal kurz in den Rocket Chat. Wir haben hier einen Kommentar: auf Vimeo sieht man schon was, auf YouTube noch nicht. Aber auf YouTube existieren wir auch nicht mehr. Auf YouTube sollen wir nicht existieren. Ah, super. Okay, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe eure Antworten etwa 15 Sekunden später gesehen. Das wird dieses Semester immer so sein. Wenn ihr was schreibt, müsst ihr euch 15 Sekunden gedulden. Mein Name ist Sebastian Heidelberg. Ich bin auch Student, belege diesen Kurs gerade. Aber da ich auch schon einen Bachelor in Musikproduktion habe, bin ich jetzt der neue Streaming Assistant. Ich bin die Nachfolge von Frau Reichelt, die Analysis 1 im letzten Semester übertragen hat. Grundsätzlich erfülle ich die gleichen Aufgaben. Wünsche ich uns allen einen guten Semesterstart und alles Gute für dieses Semester. Und jetzt übergebe ich das Wort an Professor Schädle. Also Fragen, das sage ich jetzt schon mal, wir haben uns darauf geeinigt, wir nutzen den Rocket Chat. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt am besten da. Vielleicht klappen auch irgendwelche anderen Wege, aber wenn ihr wollt, dass es schnell gelesen wird, dann schreibt in den Rocket Chat. Und ich gebe ab. Haben wir im Rocket Chat? Jetzt ist die Frage, ob im Rocket Chat die Ding kommt, wir sind nicht auf YouTube. Und es ist Absicht, dass wir nicht auf YouTube sind. Und Sie sitzen gerade komisch auf einem Kabel. Okay, herzlich willkommen zu Analysis 2. Ein paar Minuten Verspätung haben wir, 5 Minuten Verspätung. Die technischen Probleme geben sich hoffentlich langsam. Da steht schon, erste Vorlesung. Die Vorlesung ist immer Dienstag und Freitag, haben Sie gesehen. Uhr bis 14:15. So in diesem Format, wie wir es jetzt hier haben. Mein Name ist Achim Schädle. Ja, wenn Sie Fragen haben. schädle@hhu.de, das ist die kürzeste E-Mail-Adresse, die ich hier an der Uni habe. Für die Übungen ist der Herr Feldkamp zuständig. Herr Carsten Feldkamp. Das Tutorium, den kennen Sie schon aus dem Tutorium von der Anna 1. Das macht wieder der Fabian Kawatowski. Und von den beiden Assistenten, die noch die Übungen machen werden, den Luis kennen Sie schon. Und dann gibt es noch zwei neue. Nee, gar nicht wahr. Nur eine neue, die Sina. Es ist am einfachsten, ja, wir werden das über YouTube streamen. Wenn Sie Fragen stellen, stellen Sie die bitte im Chat. Sie dürfen gern Fragen stellen. Es gibt leider diese 10 Sekunden Verzögerung immer.
Wir haben auch eine Frage. Wird ein Skript zur Vorlesung hochgeladen? Steht schon im Rocket Chat. Sie kriegen diese schriftlichen Aufzeichnungen. Sie müssen den Ton am Laptop ausmachen. Genau. Sie kriegen diese handschriftlichen Notizen. Es gibt im Ilias wieder das Skript von Herrn Saal. Das ist ziemlich genau der Stoff, den wir hier auch machen. Sonst habe ich im Ilias noch ein Buch vorgeschlagen. Das ist das Otto Forster Analysis 2. An dem sind wir auch sehr, sehr eng mit dem Stoff der Vorlesung. Sie sollten sich jetzt möglichst heute noch zu den Übungen anmelden, damit ich Ihnen heute Abend die WebEx-Links für die Übungen schicken kann. Die Übungen sollen schon morgen anfangen. Also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, melden Sie sich gleich nach der Vorlesung zu den Übungen an. Im LSF, ich habe die Teilnehmerzahl in jeder Übungsgruppe jetzt auf 100 erhöht, dass Sie auch in die Übungsgruppe sich anmelden können, in die Sie wollen. Dann habe ich im Rocket Chat eine Umfrage gemacht, diese eine Präsenzübung, ja, das ist eine Vorgabe, die Erstsemester und die noch nie an der Uni waren, die bei uns die Zweitsemester zählen wie die Erstsemester, die sollen ein Angebot bekommen, dass sie Präsenzlehre machen dürfen, ja, dass sie hierher kommen dürfen. Das heißt, wir sind in einem großen Hörsaal, jetzt sind wir nur in einem kleinen Seminarraum, wo wir zu zweit sind und diese Aufzeichnung machen. Es gibt so große Hörsäle, wo 200 Leute reinpassen, die kennen Sie ja von den Klausuren. Und in so einem Hörsaal mit 200 Plätzen ist es zulässig, dass wir 24 Teilnehmerinnen zu einer Übung kommen dürfen. Bis jetzt haben sich da eine Handvoll angemeldet. Und das werde ich jetzt, glaube ich, freigeben, dass sich auch die Informatiker oder Physiker oder Naturwissenschaftler oder was immer sie sonst noch studieren, medizinische Physik, dass wenn sie im zweiten Semester sind, also noch nie quasi an der Uni waren, dass sie jetzt Gelegenheit bekommen, wenigstens für eine Übung hierher zu kommen. Also sie können sich jetzt auch gerne für diese eine Präsenzübungen zur Analysis anmelden. Da müssen sie vielleicht ein bisschen suchen, weil in diesem LSF-Verzeichnisbaum ist diese Präsenzübung für Mathematiker, ist die nur in diesem Vorlesungsverzeichnis für die Mathematiker gelistet. Die ist, glaube ich, nicht gelistet, wenn Sie bei Physik nachschauen. Übungsaufgaben sammeln wir ein wieder über AUAS. Ja, kennen Sie aus dem letzten Semester. Sie müssen sich einen neuen AUAS-Account einrichten. Die alten AUAS-Accounts wurden gelöscht. Das erste Übungsblatt habe ich bereits gestern Abend online gestellt. Das sind wieder Präsenzaufgaben, die machen Sie morgen und übermorgen. Das sind so einfache Aufgaben zur Integration, das, was wir in Analysis 1 nicht mehr am Ende geschafft haben. Und dann sind noch zwei schriftliche Aufgaben drauf, auch ganz einfach. Wenn Sie die Klausur gemacht haben, dann wissen Sie noch, wie das geht. Ja? Sollte keine große Schwierigkeit sein. Ja? Eine Frage, die kommt rein. Wird das Tutorium ebenfalls aufgezeichnet? Das Tutorium ist irgendwie im letzten Semester als eine WebEx-Konferenz. Sie können mit dem Herrn Kawatowski reden, ob der das aufzeichnet oder nicht. Aufzeichnen von diesen WebEx-Konferenzen ist ein bisschen problematisch, wenn man dann theoretisch das Einverständnis von allen Teilnehmern bräuchte, die irgendwie was sagen. Und eigentlich möchte ich ja, dass sie in diesen WebEx-Konferenzen sich beteiligen und was sagen. Und wenn ich das aufzeichne, bräuchte ich ihr Einverständnis, dass das aufgezeichnet wird. Also ich bin eher dagegen, dass man das Tutorium aufzeichnet. Und dann gibt es noch eine Frage zu den Übungsgruppen. Mhm. Finden die Übungen schon diese Woche statt? Übungen finden schon diese Woche statt. Weil es gibt scheinbar eine Information im LSF, dass es am 4.11. erst stattfinden soll. Das steht im LSF. Das ist standardmäßig im LSF, wird immer eingestellt, dass die Übungen eine Woche später anfangen.
Also es fängt ignorieren diese Woche an, LSF ignorieren. Ja, und also es ist nur Wiederholungsstoff, ganz einfach, damit Sie ein bisschen wieder reinkommen. Ja? Bei einer Übungsaufgabe können Sie im Skript nachschauen und dann werden Sie feststellen, dass die schon fast gemacht ist. Also im Skript von Anna 1. Also Übungen über Auas. Und in Auas müssen Sie nochmal einen Account anlegen. Was eine Frage war, wo Sie auch Ihre Meinung sagen können. Wir hatten jetzt das letzte Semester, hatten wir es so gemacht, dass wir für das bloße Teilnehmen an den Übungen zwei Übungspunkte vergeben haben. Ja? Das war die Idee war, man gibt ihnen irgendwie einen Anreiz, wenigstens mal diese Übungen regelmäßig zu besuchen und zu schauen, ob ihnen das hilft. Und natürlich ist unsere Hoffnung, dass Übungen sehr hilfreich sind. Jetzt könnte man sagen, jetzt sind Sie alt genug, wenn Ihnen das was hilft, gehen Sie hin, wenn es Ihnen nichts hilft, brauchen Sie nicht hingehen. Wenn Sie wollen, können wir eine Abstimmung machen, ob es wieder diese zwei Absitzpunkte pro Übungsgruppe geben soll, also das bloße Anwesendsein. Diskutiere ich heute Nachmittag nach der Vorlesung dann auch noch mit den Assistenten. Okay, jetzt muss ich noch, ja, das Sommersemester war schon 2 Wochen kürzer, da hat mir ein bisschen was gefehlt. Das Wintersemester ist wieder 2 Wochen kürzer, aber jetzt muss ich trotzdem noch den Rest von Anna 1 machen, ja? Habe ich schon angekündigt. Ich werde weiter nummerieren, nee, 11, nicht 13. Ich werde die Nummerierung aus Anna 1 fortsetzen. Ja? Und wenn ich auf irgendwelche Sätze aus Anna 1 verweise, dann verwende ich die Nummerierung, die ich damals in Anna 1 hatte. Ja? Es gibt wieder ein paar organisatorische Fragen, bevor wir vielleicht zum nächsten Kapitel kommen. Und zwar sehe ich hier einmal, wann sind die Abgabefristen für die Übungsblätter? Das erste Übungsblatt, habe ich jetzt gesagt, sammeln wir diesen Freitag ein. Abgabefristen, wenn jetzt mehrere sagen, am Freitag wird auch Stochastik eingesammelt oder am Freitag müssen, ich glaube, 3/4 der Zuhörer hier sind Informatiker oder 60% sind Informatiker, wenn die sagen, am Freitag müssen wir, keine Ahnung, das Info 2-Blatt abgeben, wir wollen gerne einen anderen Tag, dann würde ich das ändern. Und dann wäre der Vorschlag, dass man das immer am Mittwoch macht. Mittwoch hätte den Vorteil, die in die Präsenzübung gehen, müssen das Zeug dann nicht einscannen, sondern können es direkt in Übungen abgeben. Das heißt, die erscheinen immer am Montag, die Übungsblätter? Eine Woche. Erscheinungstag können wir uns auch noch. Weil letztes Semester waren 10 Tage immer. Das letzte waren 10 Tage, es hat aber wahrscheinlich nichts gebracht, oder? Das war irgendwie einfach nur so ein Offset gefühlt. War so ein bisschen ein Offset, aber dann haben sie ja die... Und eine weitere Frage, ist es geplant, werden dieses Semester Abgaben zu zweit möglich sein? Eigentlich finde ich es gut, wenn Sie zusammenarbeiten und wenn Sie zu zweit abgeben. Das Problem ist, dass ich annehmen muss, dass diejenigen, die jetzt im Sommer zu studieren angefangen haben, wahrscheinlich niemand kennen. Ja? Normalerweise geht man in eine Vorlesung, da sitzen da 200 Leute und dann schaut man sich an, ach, der sieht nett aus, neben den setze ich mich mal hin. Vielleicht kommt man ins Gespräch und das ist dann so typisch jemand, dass man jemanden kennenlernt, mit dem man zusammenarbeitet und zu Übungsblätter bearbeitet. Vielleicht wäre es ein bisschen unfair gegenüber den Anfängern, wenn man denen, die gut vernetzt sind, erlaubt, in Gruppen abzugeben und die Anfänger dann weiterhin Einzelkämpfer sind. Sehen wir dann. Ich sehe auch noch einige andere Fragen. Gibt es eine starke Meinung dafür, dass Sie Zweierabgaben haben wollen oder nicht? Können Sie dann in... Ja, wir machen, ich weiß noch nicht genau, das ist auch für mich der erste... Ich versuche mal eine Umfrage gleich zu machen. Ich muss gleichzeitig noch auf die Kamera hier achten. Heute ist erster Tag, bitte habt Gnade. Und sag ich mal, es sind noch einige Fragen hier, aber ich habe das Gefühl, einige lassen sich womöglich auch durch kurze Recherche auf der Homepage finden. Deswegen, alles, was sich nachher nicht geklärt hat, können wir, also
guckt erstmal selber, ich werde jetzt erstmal sagen, wir machen bei Paragraph 11 weiter. Okay, wenn Sie eine Umfrage erstellen wollen, ist das Backslash Poll. Haben Sie es? Backslash P-O-L-L. Da habe ich erstmal einen Kommentar einfach geschrieben. Achso. Nein, Backslash. Das war ein Backslash. So. Und da muss ich noch Optionen geben, Argumente. Nee, einfach das und dann Enter. Das habe ich als Kommentar in den Kommentar gemacht. Hat er einen Kommentar gemacht? Okay. Sonst machen wir es im nächsten Mal. Dürfen Sie keine Umfragen machen? Nein, weil ich Student bin. Ne? Ah, Studenten dürfen keine Umfragen starten. Okay, ich nach der Vorlesung mache ich um oder in der Pause setze ich diese Umfragen in den Rocket Chat. Warten wir noch ein bisschen. Okay. Der Satz von Taylor. Taylor ist ein englischer Mathematiker, ziemlich alt. Und der geht wirklich auf den Taylor zurück, ja? 85. 31. Eine allgemeine Voraussetzung für diesen ganzen Abschnitt ich werde immer annehmen, dass das D, wenn ich ein D schreibe, ist das eine Teilmenge von R und das soll ein nicht triviales oder ein nicht leeres Intervall sein, ja? Ja, das werde ich nicht in jeden Satz wieder reinschreiben, dass sei d ein nicht leeres Intervall, sondern das ist für den Abschnitt, der wird heute noch fertig, eine allgemeine Voraussetzung. Okay, das ist der Titelsatz, ja? Okay, jetzt habe ich doch wieder geschrieben, sei d ein nicht leeres Intervall, ja? Okay, lassen wir das jetzt weg, habe ich gerade gesagt, lassen wir es weglassen. Also ich nehme eine Funktion, und zwar soll die Funktion, erinnern Sie sich, wir hatten diese Abkürzung cn, c für continuous, n für n-mal stetig differenzierbar, und das soll eine Abbildung sein, eine Funktion von d nach r, also reellwertig. Und das möchte ich für eine natürliche Zahl n. Ja, und zur Erinnerung, hatten wir bei 1 zu zählen angefangen, ja? Nicht bei 0. Wenn Sie in der Klausur bei 0 zu zählen angefangen haben, haben wir das akzeptiert. Und dieses cn war eine Abkürzung für n mal stetig differenzierbar. Ja, nur zur Erinnerung, was meine Notation bedeutet, das schon ein paar Monate her ist. Dann nehme ich ein x0. Das nennt man Entwicklungspunkt. Aus dieser Menge d, aus dem offenen Intervall d. Und ich nehme auch noch einen kleinen x. Und jetzt definiere ich
dem R. Das ist ein Restterm. Der hängt ab von dem R und der hängt von dem N und der hängt noch von viel mehr ab. Ja, der hängt auch noch ab von dem, von der Funktion f, der hängt ab von dem x0 und von dem x. Jetzt kommt hier eine komische Formel. Und zwar das Integral x0 bis x. Und jetzt kommt hier die nte Ableitung von dem f an der Stelle t dividiert durch n minus 1 Fakultät. Dann steht hier ein x minus t, das Ganze hoch n minus 1. Und jetzt mal integriert wird über t. Deswegen schreibe ich hier hinten noch so ein dt hin. Ja, hier oben steht ein x, hier steht ein x, da steht ein t, über das t wird integriert. Das heißt, diese linke Seite hier hängt nicht von t ab, die hängt von dem x0 ab, von dem x und von dem f. Und jetzt ist die Aussage, dafür gilt zwei Sachen. Ich glaube, ich habe einen. An der 1 habe ich immer mit so einem kleinen i und 2i nummeriert. Erstens gilt, dass man dieses f von x schreiben kann als eine Summe. Und zwar ist der erste Term ist f von x0. Ja, von dieses x0 stellen wir uns vor, dass das fest gewählt ist. Und das x soll variabel sein. Ja? Was man jetzt hat, ist, dass man die erste Ableitung an der Stelle x0 geteilt durch 1 Fakultät und jetzt kommt hier so ein Term hin, x minus x0 und hier steht ein hoch 1. Das hoch 1 schreibt man natürlich normalerweise nicht. Ja? Dann geht es weiter, dann kommt die zweite Ableitung an diesem Entwicklungspunkt. Dann steht hier ein 2 Fakultät, dann steht hier ein x minus x0 Quadrat. Und dann geht das so weiter und zum Schluss kommt dieses Rn. Ja, was hat man jetzt da davon? Wenn ich eine Funktion habe, f, wenn ich die n mal ableiten kann, dann steht auf der Seite, mal abgesehen von diesem Restterm hier hinten, ist das, was hier vorne steht, ist ein Polynom in x. Ja, wenn Sie das hier ausmultiplizieren, dieses x minus x0 Quadrat, kommt ein Polynom in x vor. Geht das so? Ich hätte auf der hinteren Tafel anfangen sollen. Ja, das ist jetzt eine Schreibweise mit Punkt, Punkt, die ist ja eigentlich nicht so schön. Ja, und das kann man einfach schreiben als, das ist eine Summe k von 0 bis n minus 1. Okay, jetzt hätte ich hier noch den letzten, den n minus 1 Term hinschreiben sollen. Und dann steht hier die k-te Ableitung immer an dem Entwicklungspunkt durch k-Fakultät x minus x0 hoch k. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, passt das mit dem k gleich 0? Sehen Sie, hier vorne können Sie eigentlich noch ein, hier vorne habe ich noch diesen Term x minus x0 hoch 0 habe ich weggelassen. Aber irgendeine Zahl hoch 0 ist immer 1. Ja? Also hier vorne steht noch ein x minus x0 hoch 0. Dann passt das zu dieser Formel. Schluss zu einem Rn. Sind meine Indizes groß genug? Müssen Sie im Rocket-Chat sich schimpfen, dass die Indizes zu klein sind und man die Einsen nicht lesen kann?
Ich schreibe so groß, wie ich sonst in diesem Seminarraum auch schreiben würde, aber die Frage ist, wie gut man das in... Es gibt ein Ja. Ein Ja. Okay. Okay, dann die zweite Aussage. Dieses RN, diesen Restterm, den ich hier hingeschrieben habe, ja, dieses Integral, das Komplizierte, lässt sich kürzer schreiben als, das habe ich richtig gemacht, als die nte Ableitung. Als die nte Ableitung an einer Stelle xi durch n Fakultät mal x minus x0 hoch n. Und das gilt für ein Xi zwischen x und x0. Ja, in vielen Beweisen, wenn Sie nächstes Semester Numerik haben, wird man oft diese Darstellung von dem Restterm verwenden. Und wenn Sie in Numerik gewöhnliche Differentialgleichungen, würde man so einen Restterm verwenden. Ja, und die Form heißt, das ist die Lagrange-Form. Von diesem Restterm. Okay, wie macht man einen Beweis von sowas? Da drüben haben Sie eine Aussage stehen, ja? Für eine beliebige natürliche Zahl soll irgendwas gelten. So eine Formel, was macht man, wenn da irgendwas steht, für n aus n soll was gelten? Dann macht man eine vollständige Induktion, ja? Ja, das beweist man. Eine Induktion nach dem kleinen n. Induktionsanfang. Okay, und jetzt. Eigentlich kann ich mit n gleich 0 anfangen, oder? Lass mal hier die 0 noch mit dazu. Dann ist das n0. Ist ja die 0 mit dabei. Oder? 0 ist vollkommen okay. Oh, nee, das ist nicht so. Ich hab Ihnen nicht erklärt, was minus 1 Fakultät ist. Das ist nicht gut.
Minus 1 Fakultät haben wir in dem Restterm nicht gemacht, ja? Und der Term wäre hier auch komisch. Also muss ich mit dem Induktionsanfang bei n gleich 1 anfangen, ja? Was ist dann das R1? Haben Sie die Aussage hier unten, haben Sie noch? Also jetzt muss ich zeigen, dass f von x ist f von x0 plus R1. Ja? Die ganze Summe hier fällt weg, oder hier alles fällt. Ja? Jetzt geht das k geht von 0 bis 0. Okay, R1, das war diese komische Funktion, die von dem f und dem x0 und dem x abhängt. Und wenn ich jetzt in die Formel da drüben n gleich 1 einsetze, steht hier 0 Fakultät ist 1. Dann steht hier die erste Ableitung an der Stelle t. Dann x minus t hoch 0 ist 1, ja, kann ich weglassen. Dann steht hier einfach ein dt. Okay, Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung, das ist einfach f von x minus f von x0. Ja? Hier steht das Integral über die Ableitung. Die Stammfunktion von der Ableitung ist die Funktion f selber und dann kommt das hier raus. Sehen Sie, jetzt bin ich fertig, ja? Stellen Sie das hier einmal um, dann steht hier f von x ist f von x0 plus r1. Sie müssen nur dieses minus f von x0 auf die andere Seite rüberbringen. Ja, Induktionsanfang fertig. Okay, dann den Induktionsschluss. Ja, und den Induktionsschluss machen wir. Ich nehme an, dass die Aussage richtig ist für n und zeige sie dann, dass sie für n plus 1 richtig sein muss. Okay, wenn ich die Aussage für n plus 1 zeigen möchte, darf ich also annehmen, dass ich eine Funktion habe, die n plus 1 mal stetig differenzierbar ist. Eine Abbildung von d nach r. Und Induktionsvoraussetzung sei die Behauptung, sei f daraus und sei die Behauptung richtig. Für klein n. Jetzt schauen wir uns wieder an, rn plus 1. Rn plus 1 war nach der Definition, die ich da drüben stehen habe, wie ich das Rn definiert habe, das Integral von x0 bis x, f, und jetzt steht hier die n plus erste Ableitung, dividiert durch n Fakultät, hier steht ein x minus t hoch n, ja, dt. Wie integriere ich jetzt? Wie integrieren Sie sowas? Ja, die n plus erste Ableitung kann ich schreiben als die nte Ableitung und dann hier noch eine Ableitung dazu. Durch n Fakultät, hier steht. Wie macht man sowas? Wenn man diese Ableitung hier loshaben will, partielle Integration, erinnern Sie sich? Schreibe ich PI für partielle Integration. Ja, das ist also die nte Ableitung an der Stelle t durch n-Fakultät, dann steht hier ein x minus t hoch n
in den Grenzen t x0 bis x minus das Integral von x0 bis x, dann steht hier die Ente, hier sollte ich noch das Argument hinschreiben. Ja. Dann steht hier die Ente-Ableitung. Ich schreibe das so Klammern um die, wenn ich die Ente-Ableitung meine, damit sie es nicht mit der Potenz, also mit hoch verwechseln. Ja? Dann steht hier ein N-Fakultät. Jetzt muss ich das hier ableiten. Das hier nach T abgeleitet. Das gibt ein X minus T hoch N minus 1 mal N. Ja, das ist die Ableitung von dem hier. Dann kommt das N. Dann muss ich noch nachdifferenzieren, wenn ich... Wir leiten nach t ab, also gibt es noch eine minus 1 vom Nachdifferenzieren. Und dann steht hier dt. Ich habe eine Zwischenfrage aus dem Chat. Ja. Warum steht im Nenner nicht auch N plus 1 Fakultät und an der Klammer? Fragezeichen. Wo? Ich denke, irgendein Nenner, wo ich sehe nur N Fakultät im Nenner. Hier steht ein N minus 1 Fakultät, oder? Genau, hier steht aber N plus 1. Also vielleicht kann die Frage nochmal konkretisiert werden in also 15 hier, Sekunden. Hier ist ein N. Dann steht hier, und hier habe ich ein N plus 1. Zu einem N plus 1 gehört hier oben das N, ja, das und das ist immer das Gleiche, so wie es hier und hier das Gleiche ist. Und das hier... wenn hier ein N plus 1 steht, steht hier ein N-Fakultät. Ist, glaube ich, schon richtig. Es ist klar, wenn ich hier dieses N durch ein N plus 1 ersetze, dann steht hier ein N plus 1 und hier steht ein N. Und dann muss hier natürlich auch ein N stehen. Und das ist das, was ich hier verwendet habe. Gut. Ach, okay, danke schön. Okay, was passiert jetzt hier? T darf ich x0 und x einsetzen. Ja, dann habe ich, das bedeutet, ich nehme die Obergrenze. Wenn ich die Obergrenze x einsetze, steht hier eine 0 minus die Untergrenze. Also steht hier ein Minus f, die Ente-Ableitung an der Stelle x0 durch N-Fakultät. Jetzt haben wir zu wenig Bild, oder? Dann steht hier ein x minus x0 hoch n. Dann steht hier, hier habe ich ein Minus, das heißt, die beiden Minus heben sich weg, also ein Plus. Und das, was hier steht, abgesehen von dem Minus, erkennen Sie das hier wieder als Rn.
Jetzt war unsere Induktionsvoraussetzung war ja, dass das richtig ist für n. Also nach Induktionsvoraussetzung weiß ich, ja, schreibe ich, nach Induktionsvoraussetzung schreibe ich IV, das sieht jetzt aus wie eine römische 4, nach der Induktionsvoraussetzung, vielleicht schreibt man es so, ist das Rn, kann ich das schreiben als f von x minus, und jetzt da dieses ganze, diesen polynomiellen Anteil auf der anderen Seite mit einem Minus in der Klammer, ja, 1 Fakultät, x minus x0. Ja, und das, was dann noch kommt, ist n minus 1 x0 durch n minus 1 Fakultät n minus 1. Und jetzt muss diese Klammer, die hier vorne aufging, muss noch zugehen. Ja, und wenn ich das jetzt einsetze, habe ich die Behauptung. Einsetzen meine ich, dieses Rn, das ich hier hingeschrieben habe, setzen Sie hier oben ein. Achso, nee, das ist Quatsch, oder? Nee, das ist richtig. Nee, ist schon richtig. Sie setzen das hier ein, dann haben Sie das dort stehen. Das hier ist mein Rn, das ist das. Und dann steht genau das dort, was ich haben möchte. Okay, was war... Ja, jetzt haben wir die erste Aussage gezeigt. Was war das zweite? Das zweite war dieses Lagrange-Restglied. Ja, dass ich dieses Integral, hier unten sehen Sie das Integral für Rn plus 1, dass man da so eine Zwischenstelle findet. Wenn Sie das selber beweisen müssten, wenn ich Ihnen jetzt nicht vormache, wo würden Sie nachschauen? Wo in Anna 1 haben Sie irgendwas gehabt, wo man irgendwelche Zwischenwerte hatte? Ja, da gab es diesen Zwischenwertsatz, das heißt, wir werden das Ganze auf den Zwischenwertsatz zurückführen. Ja, die Idee ist, dass ich diesen Zwischenwertsatz verwenden möchte. Das ist aber ein bisschen kompliziert. Okay, erst eine Bemerkung. Es gab noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar, ich glaube, ich zoome noch mal kurz dahin. Da vorne das Fn gestrichen von t. Da war die Frage, ob das t in Klammern in die Klammer von dem Fn rein muss oder ob das so richtig ist. Das ist gerade eine kleine Diskussion im Chat. Hier? Genau. Also da war die Frage, ob das T nicht in die große Klammer und vor den Strich müsste. Und da war aber die Gegenmeinung, dass das die Klammer quasi nur für den Ableitungsstrich ist und das T korrekt ist. Ich hätte so geschrieben. Ist es Ihnen von mir aus können Sie es auch reinschreiben. F
Von mir aus können Sie auch diese ganze Klammer hier weglassen. Die philosophischen Fragen direkt am ersten Tag. Was ist die schönere Notation? Also hier möchte ich ausdrücken, dass das hier die n plus erste Ableitung ist. Und ich eine n plus erste Ableitung schreiben kann als die nte Ableitung und das Ganze nochmal abgeleitet. Und dieses t hier habe ich Ihnen nur reingeschrieben, um klarzumachen, dass das die Integrationsvariable ist, damit Sie nicht denken, dass x ist das, was von dem das f abhängt. Sie dürfen die Klammern machen, wo Sie wollen. So ist es auch gut, ohne Klammern, oder? Und das, was ich ganz am Anfang dort stehen habe, fand ich auch gut. Was ich jetzt nicht so gut fände, wäre, wenn Sie das hier machen. Oder das wäre ein bisschen komisch. Okay. Ohne Einschränkung. Das fürchten Sie oft, dass da irgendwelche Professoren hinschreiben, dass ohne Einschränkung irgendwas klar ist. Und zwar behaupte ich, es reicht, den Fall zu betrachten, dass das x größer ist als das x0. Warum? Was ist mit dem anderen Fall? Es könnte sein, dass das x0 gleich dem x ist. Wenn das x0 gleich dem x ist, der Fall ist trivial, ja? Der ist klar. Wenn Sie die Formel anschauen, wo habe ich die Formel? Ja, dann, wenn x gleich x0 ist, dann ist das Xi auch x und dann ist irgendwie nichts zu beweisen. Ja, dann steht hier eine 0, dann ist der Rest 0, dann steht f von x0 ist f von x und x ist x0 und der ganze Rest fällt einfach weg. Der Fall, dass dieses Ungleichheitszeichen in die andere Richtung geht, der geht analog. Wenn Sie den Beweis sehen für den Fall, dass das x größer als das x0 ist, werden Sie sofort sehen, dass das nicht wichtig war. Okay. Ich behaupte, dass es Konstanten gibt. Einmal das Maximum und das Minimum. Klein m soll das Minimum sein über die nte Ableitung von t und das Minimum nehme ich jetzt habe ich x0 kleiner als x, also gibt es das Intervall x0x. Ja? Und es gibt ein Groß M, das ist das Maximum über die n-ten Ableitungen. Und das Maximum nehme ich jetzt auch über das abgeschlossene Intervall x0x. Warum existieren die? So, ich schreibe hin, es existieren klein m und groß m. Anna 1. Wir haben vorausgesetzt, dass das Fn stetig ist.
hier steht ein kompaktes Intervall und wir haben in Anna 1 haben wir uns überlegt, dass auf kompakten Intervallen stetige Funktionen das Minimum und Maximum annehmen, ja? Die Antwort ist, das war irgendeine Folgerung. Das war eine Folgerung, das Bild von kompakten Mengen unter stetigen Abbildungen ist kompakt und dann war es die Folgerung. Das war eine Folgerung aus 6.3, ja? Also im Abschnitt 6.3 gab es eine Folgerung, die sagt, dass es das gibt, ja? Okay, jetzt brauchen wir wegen der Monotonie des Integrals. Okay, was war Monotonie des Integrals? Das haben wir ganz zum Schluss in Anna 1 gemacht und das war nicht klausurrelevant, deswegen weiß niemand mehr, was Monotonie des Integrals war. Schauen Sie nach, das war in 9.2. Das Satz 3. Das hieß im Prinzip, wenn ich eine Funktion habe, f, die immer größer ist als g, dann ist das Integral über f auch größer als das Integral über g. Ja, das, wenn die eine Funktion größer ist, dann, wenn Sie den Flächeninhalt berechnen, der unter dieser Funktion liegt, dann muss die größer gewesen sein. Das heißt, wenn Sie sich das Rn anschauen, Rn war dieses Integral mit dem f, dann kann ich das abschätzen. Ja? Das R war das Integral über x0 bis x, dann stand hier das f, dann stand hier ein n minus 1 Fakultät, dann stand hier ein x minus t hoch n. Hoch n minus 1, das Ganze dt und ursprünglich stand hier das f an der Stelle t oder die nte Ableitung an der Stelle t. Das heißt, wenn ich das hier jetzt durch das Minimum ersetze, gilt das hier. Und das kann ich natürlich in der anderen Richtung auch machen. Nach oben kann ich das abschätzen, indem ich die nte Ableitung von dem f an der Stelle t durch das Maximum ersetze. Dann steht hier wieder ein n-1 Fakultät. Hier steht ein x minus t hoch n minus 1 dt. Okay. Das hier ist eine Konstante. Ja? M durch n minus 1 Fakultät können Sie aus dem Integral rausziehen. Dann steht hier ein Monom, das können Sie integrieren. Ja? Kann ich ausrechnen. Was ist die Stammfunktion von x minus t hoch n? Hoch n minus 1 steht da dort. Ja. Das Mikrofon an dem Pullover, wir haben die ganze Zeit schon ein paar, je nachdem wo Sie schreiben, so ein paar Kratzgeräusche. Vielleicht ist es besser, das etwas weiter oben zu machen. Genau. Das müssen wir vielleicht ein bisschen ausprobieren. Ich gucke mal, ob es besser ist. Ich weiß nicht, wenn wir gleich eine Pause machen, dann können wir das gleich testen. Aber es sind, ich hoffe mal, das ist schief hingekommen, ja. Genau, wir gucken mal. Das würde jetzt gut sein, wenn wir jetzt Sagen Sie sowas sofort. Also ja, genau, das ist auch jetzt schlimmer geworden, gefühlt jetzt nach dem, ich weiß auch. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie verrutscht und ist genau, dann. Genau, dann merkt man dann Armbewegung. Genau, und kommt an den Pullover hin.
Okay, das heißt, diese Integrale hier kann ich jetzt ausrechnen, ja? Damit ist das, was da drüben steht, äquivalent dazu. Oh, wenn ich das hier, das da ist, ja, das m bleibt hier vorne stehen, dann steht da ein n-Fakultät und ein n minus 1, dann kriege ich insgesamt ein n, dann kriege ich ein x minus t, das Ganze in den hoch n, das Ganze in den Grenzen t läuft, ja, wir integrieren dt, t läuft, Untergrenze ist x0, Obergrenze ist x. Und jetzt muss ich noch nachdifferenzieren, dann kommt hier ein minus 1 hin. Haben Sie aufgepasst, woher die minus 1 kommt? Wenn Sie das Ding hier nach t ableiten, ja, dann kommt das n vor, dann kürzt sich 1 von den n mit dem n-Fakultät weg, dann würde hier ein n minus 1 stehen und dann müssen Sie noch nachdifferenzieren, weil hier ein minus t steht. Davon kommt diese minus 1 hier. Das ist kleiner als das Rn. Das ist kleiner als, okay, auf der anderen Seite machen wir genau das Gleiche. Groß Mx minus T hoch N durch N-Fakultät in den Grenzen T von x bis x0. So, jetzt kann ich meinen Zwischenwertsatz anwenden. Wenn Sie nachschauen wollen, das war 6,3 in aller 1. Das Satz 3 gibt es eine Zwischenstelle Xi in dem Intervall x0x. Mit Rn. Ja, m war das Minimum von dem hier und das Groß M war das Maximum. Dann steht hier ein f n. Und dann kommt wieder dieses ganze Zeug dazwischen, ja? Die Zwischenstelle Xi und dann bleibt hier ein x minus x0 durch n-Fakultät hoch n. Ja, und wir sind fertig. Okay, ein paar Beispiele, wie man diesen Satz verwenden kann. Okay, das erste Beispiel ist eigentlich nur eine Folgerung aus dem Satz. Das kann weg, oder? Beispiele.
erste Beispiel nehmen wir an, f soll eine stetige Funktion sein auf einem Intervall. Dann wissen wir, nach dem, was wir im letzten Abschnitt, in Paragraph 10 gemacht haben, gibt es eine Stammfunktion. Stammfunktion groß f. Ja, Stammfunktion hieß Stammfunktion groß f von dem kleinen f. Das hieß einfach, dass wenn ich das f ableite, dass dann klein f rauskommt. Wenn ich jetzt da den Satz, den ich eben bewiesen habe, dem habe ich, glaube ich, keine Nummer gegeben, oder? Der braucht auch keine Nummer, das ist der einzige Satz in dem Abschnitt, oder? Ja. Nach dem Satz. Jetzt wende ich diesen Satz auf das Groß F an. Ja? Die Stammfunktion ist differenzierbar. Das heißt, ich kann nach dem Satz, kann ich ein R1. Und jetzt an die Stelle, wo vorher die Funktion stand, schreibe ich jetzt das Groß F. Okay, dann stand hier der Entwicklungspunkt, das x0, und hier stand das x. Das ist das Integral von x0 bis x. Das ist Groß F Strich von t dt. Das ist, ja, das können Sie schreiben, das ist f von x minus f von x0, Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. Wenn Sie die Ableitung von einer Funktion integrieren, kommt immer das hier raus. Und jetzt wissen Sie, dass das hier das f' an einer Zwischenstelle xi ist mal x minus x0. Ja, jetzt habe ich diesen Lagrange-Restterm habe ich verwendet. Das gilt für so ein Xi zwischen x und x0. Den Satz kennen Sie schon. Das, was jetzt hier dort steht, die Formel, hatte ich im Paragraph in Paragraph 9, ja? Damit ist dieser Satz von Taylor eine Verallgemeinerung und das hatte ich damals Mittelwertsatz der Integralrechnung genannt. Erinnern Sie sich, Mittelwertsätze gab es einen ganzen Haufen des Mittelwertsatzes der Integralrechnung. Das war ja, wir bekommen diesen Mittelwertsatz der Integralrechnung zurück als einen Spezialfall für den Satz von Taylor. Zweitens, was passiert, wenn ich weiß, dass die nte Ableitung von der Funktion, dass das die Nullfunktion ist. Ja? Das schreibe ich so, dass die konstant Null sein soll. Deswegen schreibe ich da irgendwie 3 Null
Ja, das ist die Nullfunktion. Die Funktion, die jedem Wert, jedem x den Wert 0 zuordnet. Für irgendeine natürliche Zahl n. Und x und das x0 aus d. Dann wissen wir, dann ist dieses r n, wenn ich da das f einsetze, das x0 und das x, dann ist das hier auch 0, ja? Rn war ein Integral über die, stand ein Integral, irgendwelche n-Fakultät, irgendwelches x minus x0 hoch irgendwas. Und die nte Ableitung. Die nte Ableitung ist die Nullfunktion, wenn ich dann kriege, diese Restterm auch 0. Das bedeutet, ich kann das f von x schreiben als das f von x0. Ja, ich schreibe das wieder in dieser Schreibweise mit dem Punkt, Punkt, x0 durch 1 Fakultät x minus x0. Ja, und dann gibt es zum Schluss eine n minus 1 Ableitung an der Stelle x0 durch n minus 1 Fakultät x minus x0 hoch n minus 1. Ja, und eigentlich müsste jetzt hier noch kommen plus ein rn, aber das rn ist 0. Das heißt, das, was hier steht, ist ein Polynom in x. Ja, wenn Sie also eine n-mal stetig differenzierbare Funktion haben und Sie wissen, dass die nte Ableitung die Nullfunktion ist, dann muss die Funktion schon ein Polynom gewesen sein. Das ist ein Polynom im x vom Grad. Hatte ich das in Anna 1 definiert, was der Grad von einem Polynom ist? Die höchste Potenz, vor die bei einem x steht, vom Grad kleiner gleich n. Ja? N minus 1 natürlich. Ja? Die höchste Potenz für das x ist hier ein n minus 1. Okay, wenn ich jetzt mir eine spezielle Funktion anschaue, was passiert, wenn ich diesen Satz von Taylor, diese Entwicklung in ein Polynom plus ein Rest, kann man da eine spezielle Funktion einsetzen? Okay, dafür. Die Funktion, die ich besonders gut ableiten kann, ist die Exponentialfunktion, ja? Also d soll ganz r sein und f ist die Exponentialfunktion, ja, als Abbildung von r nach r. Dann wissen wir, dass, wenn Sie die Exponentialfunktion ableiten, kommt wieder die Exponentialfunktion raus. Ja? Also dann wissen Sie, die nte Ableitung von f ist das f. Ja, und dann können Sie sogar noch, ja, die nullte Ableitung definieren wir.
Null mal ableiten macht nichts, ja? Dann setzen wir den Entwicklungspunkt auf 0, das x0. Und wenn Sie sich die Exponentialreihe anschauen und dafür das x gleich 0 einsetzen, dann stellen Sie sofort fest, dass f von 0 ist 1. Das heißt, ich habe jetzt x von x ist gleich, ja, deshalb könnte man auch schreiben als i hoch x, ich weiß nicht, ob ich das eingeführt habe, Eulersche Zahl hoch x. Jetzt da setze ich diese Reihe ein, dann kommt da raus 1 plus x Quadrat durch 2 Fakultät plus x hoch 3 durch 3 Fakultät, ja, plus x hoch n minus 1 durch n minus 1 Fakultät. Ja, da steht überall ein x minus x0 hoch. Und x0 habe ich auf 0 gesetzt, deswegen kann ich x minus x0 ist einfach x. Dann steht hier noch ein Plus fn. Und von diesem rn wissen wir, das ist e hoch. Dann hatten wir hier ein n-Fakultät. Dann haben wir hier ein x hoch n und hier haben wir wieder unsere Zwischenstelle xi. Zwischen 0 und x. Wenn Sie sich von dem Ding hier, also von diesem x hoch n durch n Fakultät mal irgend so ein e hoch xi anschauen, was passiert, wenn n gegen unendlich geht. Für jedes x und xi ist der Limes, ja, x und die halte ich fest und dann betrachte ich das n gegen unendlich. Und da kommt dann 0 raus. Ja, das haben wir auch in Anna 1 haben wir uns das angeschaut, dass immer so ein e hoch irgendwas, wenn hier ein x steht, okay, das ist xi, hier können Sie durch x abschätzen, können Sie durch das x beschränken, dass hier immer eine 0 rauskommt. Was bedeutet das jetzt? Das wissen wir eigentlich schon, ja? Ich habe es ja als Beispiele für die Anwendung von diesem Taylor-Satz bezeichnet, nicht als, das ist keine neue Erkenntnis. Das bedeutet, dass diese Reihe hier konvergieren muss, ja? Das heißt, jetzt noch eine Definition. Es gibt eine kleine Zwischenfrage. Mhm. Und zwar, was genau sagt das x0 aus?
Also warum wird bei exp jetzt x0 gleich 0 gesetzt? Das ist ein Beispiel. Ich kann es ja einfach wählen. Und sonst muss ich mir hier Mühe geben. Also dass wenn Sie in dieses exp 0 einsetzen, dass dann 1 rauskommt, das ist klar, so wie diese Exponentialreihe definiert war. Wenn ich da was anderes einsetzen würde, käme was anderes raus, dann wäre es halt ein bisschen mühsamer. Und dann komme ich natürlich nicht, dann komme ich nicht mehr auf diese Reihe hier zurück. Das ist nichts Besonderes, das ist nur so ein bisschen rumgerechnet. Kein Erkenntnisgewinn an der Stelle. Dann gibt es auch direkt noch eine Frage, die, glaube ich, gleich doppelt kommt. Muss die Summe dann als Indice, ein N haben? Ja, natürlich. Genau, das war jetzt gut aufgepasst. Wo habe ich denn das K her? Habe ich nicht aufgepasst. Okay. Jetzt sollten wir auch noch einen Satz gemacht, ja? Einen Satz bewiesen in der Stunde. Müssen wir auch noch was definieren. Das soll jetzt beliebig oft differenzierbar sein. Kann man das lesen? Differenzierbar. Und wir nehmen wieder, ja, d wieder unser nicht-triviales Intervall, x0 aus dem D. Dann definieren wir die Taylor-Reihe. Das kürze ich jetzt ab. T für Taylor. Das ist die Taylor-Reihe zu der Funktion f. Der Entwicklungspunkt x0, Punkt x, wird jetzt definiert. Schreibe ich so, Doppelpunkt ist gleich. Fange ich bei 0 an, wieder mit der Konvention, dass die nullte Ableitung von der Funktion einfach die Funktion selber ist. Ja, wenn ich beliebig oft differenzieren darf, dann macht es hier Sinn, dass dieses n von 0 bis unendlich läuft. Ja, und das würde man, das nennen Sie dann in Funktionentheorie eine Potenzreihenentwicklung. Um den Entwicklungspunkt x0. Ich habe jetzt noch gar nichts gesagt über, jetzt habe ich einfach formal diese Reihe hingeschrieben. Ja, es ist zunächst vollkommen unklar, ob diese Reihe konvergiert, ob dieser Grenzwert, indem ich den hinschreibe, andeute, dass er existieren soll, ob es den wirklich gibt. Okay, überlegen wir uns, ob das Sinn macht.
Ja, bei Überkopfarbeiten ist auf jeden Fall, das Mikrofon hat dann so ein paar Geräusche, da müssen wir uns noch was überlegen. Machen wir aber fürs nächste Mal, würde ich sagen. Es hält sich noch in Grenzen. Nicht zu hoch raufreich, oder? Genau, immer wenn, dann spannt sich der Pullover und dann... Okay, ich werde einen anderen... Nee, wir überlegen uns da mal, heute jetzt kurz vor Ende machen wir uns, aber wir überlegen uns da was. Einen Pullover anziehen, der nicht... Guck mal, kleiner Ordnung. Okay. Wenn ich weiß, dass ich so ein F schreiben kann als einen Grenzwert von einer Reihe mit hier irgendwelchen, ja, hatten wir auch in einer 1 so Potenzreihen, mit denen wir uns überlegt haben, was muss dieses, dass die einen Konvergenzradius haben könnten oder sowas. Ja, das ist jetzt eine Potenzreihenentwicklung um den Punkt x0 mit Koeffizienten an. Also wenn ich weiß, dass das Ding hier konvergiert, ist das hier als konvergente Potenzreihe gegeben. Habe ich vergessen nachzuschauen, was das, welches, müssen Sie nachschauen. In einer 1, so gilt nach, dass dieses an genau das hier sein muss. Ja, also ist das F das gleiche wie Taylor. Ja, und wenn ich jetzt hier wenn ich jetzt hier nicht ein F von x hinschreibe, dann sage ich, hier steht jetzt eine Funktion, hier muss das Argument hin. Ja? Deswegen schreibe ich hier nur diesen Punkt. Und wir wissen, ich kann dieses f von x als Taylor-Reihe schreiben, genau dann, wenn der Limes für diese Restterme jetzt kommen noch zwei Beispiele. Das erste Beispiel schaffe ich heute noch, das zweite machen wir am Freitag. Ja, das ist meine zweite Gruppe von Beispielen. Und zwar möchte ich mir jetzt anschauen als besondere Funktion den Logarithmus. Ja? Erstes Beispiel, und zwar wir schauen uns an, Logarithmus von 1 plus x. Haben Sie im Kopf, wie der Logarithmus aussieht? Logarithmus von 1 ist
0, oder? Und dann sieht es. Das ist, so sieht es aus, ja? Und jetzt, ja, jetzt mache ich das x ist jetzt irgendwas zwischen minus 1 und was Großem. Deswegen habe ich das habe ich so um die 1 verschoben. Okay, und ich behaupte jetzt, haben wir an der 1 die Reihendarstellung vom Logarithmus gemacht? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht in den Übungen. Ich behaupte, dieser Logarithmus lässt sich schreiben als die Reihe n von 1 bis unendlich minus 1 hoch n plus 1 durch n x hoch n. Ja, schreibt man die ersten paar Terme aus. Der erste Term n gleich 1 ist also x. Dann kommt x Quadrat halbe mit einem Minus, x hoch 3 Drittel minus x hoch 4 Viertel und dann mit Plus, Minus geht das immer so weiter. Ja? Und die Behauptung ist, dass diese Reihenentwicklung funktioniert für, nicht für alle x, aber für x zwischen minus 1 und 1. Und die 1 dürfen Sie noch dazu nehmen. Ich schreibe keine schönen Einsen. Ja, das ist die Behauptung. Das möchte ich jetzt beweisen. Ach so, und? Logarithmus von 2 ist also ja, wenn ich x gleich 1 einsetze, kriege ich den Logarithmus von 2 raus. Das ist also minus 1 hoch n plus 1 durch n. Ja, sowas haben wir uns auch angeschaut, wenn wir hier so eine alternierende Folge haben, dass wir dann darüber summieren. Und nach dem Leibniz-Kriterium wissen wir, dass das hier konvergiert, was hier dort steht. Okay. Ja, um das zu beweisen, möchte ich jetzt wieder mein Taylor verwenden. Okay, was ist mein f von x? Okay, das ist f von x ist das ln von 1 plus x. Das machen wir für x größer als minus 1. Ja? Dann müssen wir einen Entwicklungspunkt uns auswählen. Okay, und wenn ich jetzt hier so eine Reihenentwicklung haben möchte, dann ist das hier wieder so ein x minus x0, x minus x0 im Quadrat. Das heißt, das funktioniert, wenn man das x0 auf 0 setzt. Das ist eine geschickte Wahl. Können Sie das ableiten? Ableitung vom Logarithmus ist auf dem ersten Übungsblatt drauf. Ableitung vom Logarithmus haben wir auch. Was ist f'? Wenn ich das mache. F' ist 1 durch 1 plus x, ja? So, schon wieder 1. 1 durch 1 plus x, was ist f2'? Müssen Sie das Ding hier nochmal ableiten?
1 durch 1 plus x Quadrat. Und dann machen Sie eine vollständige Induktion. Und das schreiben Sie einfach hin, wenn es weitergeht. Fn ist die Behauptung, ja, dann kommt immer, das steht im Nenner, dann kommt immer ein minus 1 dazu. Also ein minus 1 hoch n plus 1. Dann kommt hier ein n minus 1 Fakultät. Ja, das nächste Mal kommt hier eine 2 ein, dann steht da ein 1 mal 2. Ein n minus 1 Fakultät durch 1 plus x hoch n. Okay, jetzt fehlt noch das x, auch ne, x steht hier, dann muss hier auch noch ein x hin, ja? Also, nach unserem Satz haben wir ja, f von x war der Logarithmus von 1 plus x. Das ist Logarithmus, was ist der Logarithmus an der Stelle 1? Logarithmus an der Stelle 1 ist 0, ja? Also steht hier eine 0 plus 1 mal x plus, dann steht hier minus 1/2 x Quadrat plus und so weiter bis minus 1 hoch n minus 2 Fakultät durch n minus 1 Fakultät x hoch n minus 1 plus rn. Okay, was ist diese 1, die hier vorne steht? Ja, das ist die erste Ableitung f' an der Stelle x0. Ja? x0 war 1. Also 1 durch 1 plus 0, das gibt mir das hier. Dann ist das hier f2' an der Stelle x0, an der Stelle, was habe ich hier gemacht? Nee, das da ist, ja, aus Taylor. Taylor war 1 durch 2 Fakultät und dann steht hier die zweite Ableitung, also mal minus 1 durch 1 plus 0 im Quadrat. Ja? Und das hier gibt Ihnen das minus 1/2. Und der Term hier hinten, ja, das 1 durch n Fakultät kommt von unserem Taylor her. Und der Rest hier ist wieder die n minus erste Ableitung. N minus erste Ableitung an der Stelle 0. Klar, so komme ich auf die Terme. Wobei dieses Rn, habe ich ungeschickt gemacht, da ist noch Platz. Ja, das Rn ist das RnF, das x0 haben wir auf 0 gewählt. Das ist das hier. Das hier, Lagrange-Darstellung für den Rest, ist minus 1 hoch n plus 1. N minus 1 Fakultät, 1 plus, und jetzt da steht hier irgendein Xi hoch n mal
x hoch n. Und das gilt jetzt wieder für ein Xi zwischen 0 und x. Also zwischen x0 war 0, zwischen 0 und x. Wie sieht es jetzt mit dem Konvergenzradius von dieser Taylor-Reihe aus? Sie erinnern sich, in Anna 1 haben wir so gemacht, haben wir auch Potenzreihenentwicklungen gemacht. Da gab es dieses Hadamard hieß das. Ja, da haben wir einen Konvergenzradius ausgerechnet für so eine Potenzreihenentwicklung. Der Radius war jetzt da diese Taylor-Reihe hinschreibe, fängt bei 1 an, minus 1 hoch n plus 1 durch n, x hoch n, die hat den Konvergenzradius 1. Ja, das heißt, wenn das x echt kleiner ist als 1, konvergiert diese Reihe. Was passiert, wenn das x plus oder minus 1 ist, ist unklar zunächst. Warum für ja, den Rand muss man extra sich anschauen für x gleich 1. Wenn ich x gleich 1 einsetze, da oben steht hier n von 1 bis unendlich minus 1 hoch n plus 1 durch n. Das ist diese alternierende Reihe, von der hier wissen wir, dass sie konvergiert. Wenn Sie x gleich minus 1 einsetzen, dann wissen Sie, dass die Reihe 1 durch n über n wird summiert divergiert. Okay, am Freitag zeige ich Ihnen noch ein bisschen ein seltsameres Beispiel. Ich schreibe schon mal die Funktion hin. Die ist wieder ganz R. Das heißt, ich habe eine Funktion von R nach R. Und jetzt wird das x abgebildet auf 0, wenn das x gleich 0 ist. Und auf e hoch minus 1 durch x Quadrat, wenn das x 0 nicht 0 ist. Ja? Und wie es mit dieser Taylor-Reihe für die Funktion aussieht, das schauen wir uns dann am Freitag an. Können Sie ja schon mal versuchen, die zu zeichnen, wie die aussieht, ja? Ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Okay, das war's dann. Wenn es Fragen gibt,
Es gab eine Frage, ob wir pünktlich um 14.30 Uhr aufhören. Ich glaube, das klärt sich jetzt gerade. 14.30 Uhr. Genau, aber das war jetzt die, weil im Verzeichnis sind 2 Stunden drin. Aber letztes Semester hatten wir immer 1,5. Die übliche Zeit ist 1,5 Stunden zu machen. Also 12.30 Uhr bis 14 Uhr in der Regel? Wir machen 12.30 Uhr bis 14.15 Uhr in der Regel, weil ich ab und zu Tafel wischen muss und irgendwann muss ich die 2 Wochen wieder reinholen, die wir am Anfang später angefangen haben. Und jetzt die erste Woche brauche ich noch, um irgendwie Sachen aus Anna 1 aufzuräumen. Ja? Also dann fehlen mir zum Schluss 3 Wochen für Anna 2. Also rechnen Sie mit, wir fangen pünktlich um 12.30 Uhr an und sind so mit Tafelwischen ist der Plan immer 14:45 fertig zu werden. Ja, und es gab eine Frage zum ersten Übungsblatt, die habe ich jetzt aufgespart bis zum Ende. Das soll noch nicht runterladbar sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Habe ich die Rechte nicht richtig eingestellt, das kann sein. Ja, okay, aber das wurde mir, ich glaube, das ist wieder oben im Chat, aber das wurde mir eben von einer Dreiviertelstunde schon mal mitgeteilt. Das haben wir. Und also ich hätte grundsätzlich noch Fragen an den Chat und würde vielleicht, wenn ich Umfragen machen darf, die einfach Freitag früh klären. Einfach wie Sie gerne 2 Fragen, wie Sie konkret. Ich kann sie euch eigentlich schon mal stellen. Also die eine Frage ist, wollt ihr möglichst viel grün sehen? Wie ihr es jetzt seht, quasi die Tafel immer so groß wie es geht, aber dann ist halt Professor Schädler manchmal etwas abgeschnitten oder nicht im Bild. Wenn ihr aber seine Gestik und Mimik braucht, um das alles besser zu verstehen, würde ich eher sowas hier anbieten jetzt. Aber dann ist die Tafel halt ein bisschen kleiner. Das ist die Frage Nummer 1. Und die Frage Nummer 2 ist, wenn es einmal von links unten nach rechts oben geht, aber wir dann noch eine Gleichung von hier nach da quasi so hin und her bearbeiten, was wollt ihr? Entweder ich versuche hinterher zu schwenken, bis euch schwindelig wird, oder ich gehe für die Zeit ganz raus in so eine Totale und ihr habt alles ein bisschen kleiner, aber seht alles, wenn ihr eure Brille aufzieht. Ich mache am Freitag dazu nochmal zu den beiden Fragen eine Umfrage jeweils, aber macht euch schon mal Gedanken, wie ihr es am besten haben wollt. Ja, das war's von mir. Dann gehen wir jetzt mal offline, würde ich sagen. Noch einen schönen Tag.